Willkommen zum zweiten Teil meiner Teacher Kids Serie. In diesem Tutorial werden wir uns mit dem Notenbuch beschäftigen. Hierzu haben wir zwei wichtige Einstellungen, einmal die globalen Einstellungen und einmal die individuellen Einstellungen in der Klasse. Als erstes schauen wir uns die globalen Einstellungen an. Dazu klicken wir auf dieses Symbol und bekommen das Einstellungsfenster und nehmen hier die Einstellungen im Notenbuch vor. Die Warnung zeigt mir in meiner Klasse bei jedem Schüler an, wann ein Schüler unter die Schwelle fällt, die ich hier festlege. Ich klicke hier drauf und kann einfach die Prozent einstellen. Die wichtigere Einstellung finden wir hier bei Notenstufen. Bei Notenstufen müssen wir eingeben den Prozentsatz und die dazugehörige Note. Bei mir sieht das so aus, dass ich ein Notensystem habe von sehr gut bis nicht genügend, also 5 Notenstufen. Diese Notenstufen werden mit einem Prozentsatz errechnet. Wenn ich hier raufklicke auf den Pfeil, dann öffnet sich ein zweites Fenster und hier kann ich den Namen der Note eingeben und die untere Schranke. Das bedeutet, ich könnte hier jetzt, wenn ich das sehr gut bei 88% geben möchte, eben 88 eintragen. Ich habe mir eben jetzt meinen Notenschlüssel zurechtgelegt, der für jede Klasse gilt. Wenn wir jetzt in die Klasse schauen, dann haben wir im Menüpunkt Notenbuch. Hier sehen wir, dass alle Schüler in diesem Notenbuch vorhanden sind und hier die Gesamtnote. Was noch wichtig ist, hier links oben haben wir wieder das Klassensymbol, das würde uns auf den Startbildschirm bringen. Bei der Art geht es nur darum, dass es hier eine Ordnung gibt der Schüler, ob nach Vorname oder Nachname oder Noten. Dann sehen wir hier, dass wir im Notenbuch drinnen sind. Hier haben wir das Symbol manuelle Verteilung. Diese manuelle Verteilung würde ich empfehlen, denn die automatische Verteilung setzt jede Note den gleichen Prozentsatz zu. Daher würde ich das nicht aktivieren, sondern wir werden manuell die Gewichtung der Note einstellen. Mit dem Plus können wir jetzt eine Note hinzufügen. Wenn wir hier raufklicken, bekommen wir den Titel der Note. Wir nehmen die erste Note Schularbeit 1. Die maximal zu erreichende Punkteanzahl war 75 und zur Gesamtnote zählt die Schularbeit zu 20%. Das ist fast zu viel, zu 15%. Jetzt habe ich diese Note eingetragen. Ich sehe den Namen der Note hier, die Gewichtung und sehe schon bei Gesamt, dass ich eine Gesamtgewichtung von 15% habe. Jetzt werden wir mehrere Noten eingeben. Ich habe bereits 3 weitere Noten eingetragen, nämlich die erste mündliche Wiederholung, Hausübungen und zweite mündliche Wiederholung. Wir sehen, gesamt ist das bis jetzt 50%, die ersten 4 Felder sind voll. Wir fügen die 5. hinzu. Diese 5. Note heißt jetzt der Referat. Dafür gibt es 30 Punkte und die zählt 50%. Damit haben wir alles eingegeben. Jetzt können wir hier einfach nach rechts schieben und nach links schieben und so bekommen wir alle Noten. Gesamtgewichtung ist 100%. Wenn wir jetzt dabei Schularbeit 1 beginnen, können wir bei jedem Schüler die Punkte eintragen. Wir klicken dafür einfach hier auf 75 und bekommen das Feld, um einzutragen. Dieser Schüler hatte 50 Punkte und ich sehe schon, 50 Punkte ist bei meinem Notenschlüssel, den ich in der globalen Einstellung festgelegt habe, ein befriedigend. Ich habe nun weitere Punkte eingetragen. Wenn man mehr Punkte als die maximal zu erreichende eintragt, rechnet das Programm die Note aus und man sieht schon, dass es über 100% gibt. Bei der ersten mündlichen Wiederholung habe ich versucht zu simulieren, wenn man bereits Noten hat und diese möchte man eintragen. Also ich habe 5 Noten, daher wäre 5 Punkte von 5 Punkte ein sehr gut, 4 Punkte von 5 Punkte wäre ein Zweier, 3 von 5 ein Dreier, 2 von 5 Punkte ein Vierer und 1 Punkt von 5 Punkte ein nicht genügend. Hier sehen wir schon, dass mein 4. Schüler auf ein nicht genügend steht. Und dass er natürlich auch den roten Balken hat, der mir zeigt, dass der Schüler unter 76% liegt. Wenn ein Schüler bei einer Leistung nicht dabei war, lasse ich dieses Feld leer und es zählt nicht zur Note. Wenn wir uns das anschauen, jetzt haben wir bei 4 von 5 Leistungen etwas eingetragen. Diese 3. Leistung Hausübung bleibt frei und zählt nicht zur Note. Wenn ich hier allerdings eine 0 eingibt, dann ist das wie, wenn ich ein nicht genügend habe, und dann zählt das sehr wohl zur Note. Gut,
Somit haben wir dieses Tutorial beendet und ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Kapitel Anwesenheit und Verhalten wieder vorbeischaut. Tschüss!